Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Russland im Gespräch, das ist ein neues Format im Deutsch-Russischen Forum mit dem Ziel, den Dialog zu fördern und den Blick zu schärfen auf die internationalen Beziehungen und natürlich auf die deutsch-russischen Beziehungen. In regelmäßigen Abständen werden Experten über Innen- und Außenpolitik diskutieren, über Wirtschaft, über Kultur, über das, was uns verbindet oder auch über das, was uns trennt. Das Wichtigste ist, Verständnis zu wecken, Positionen des anderen zu verstehen. Man muss sie ja nicht unbedingt teilen, aber man sollte sie zur Kenntnis nehmen. Unser Thema heute, Lockdown in den Beziehungen, kann es einen Neustart geben im deutsch-russischen Verhältnis? Nach den Neuwahlen in den USA sind die Karten der Weltpolitik neu gemischt und es wird sicherlich interessant werden, wie sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, zwischen Deutschland, den USA und zwischen den USA und Russland entwickelt. Bei mir im Studio als Gäste Christiane Hoffmann, Autorin beim Spiegel im Hauptstadtbüro. Sie studierte in St. Petersburg, war auch Korrespondentin in Russland. Ihre These, aufpassen, dass die Enttäuschung im deutsch-russischen Verhältnis nicht zu Feindseligkeit führe. Links von mir Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Er war auch in St. Petersburg, studierte dort, vielleicht wart ihr auch beide zur gleichen Zeit. Auf jeden Fall war auch er Korrespondent in Russland. Seine These. Das waren wir zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit. Ah. Genau. Seine These, die deutsch-russischen Beziehungen sind eine Geschichte der dramatisch verpassten Gelegenheiten. Da müssen wir nachher unbedingt drüber reden. Alexander Rahr, ganz rechts, Politologe, Buchautor, Russland-Experte. Er hat eines der ersten Bücher über Putin geschrieben. Ich erinnere mich noch, es hieß Der Deutsche im Kreml. Seitdem hat er viel publiziert, auch in Russisch, wie er mir mal erzählt hat, dass er auch in Russisch mittlerweile schreibt. Die deutsch-russischen Beziehungen, so seine These, stehen nicht vor einem Bruch, aber sie sind in einer Sackgasse. Auch herzlich willkommen. Wir haben hier also Journalisten sitzen, die sich mit internationaler Politik beschäftigen. Deshalb denke ich, wir müssen natürlich über die USA reden, über das, was da zurzeit passiert. Mit großer Erleichterung ist das alles aufgenommen worden, dass Joe Biden elected president ist, aber wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Der noch amtierende amerikanische Präsident Donald Trump will die Niederlage nicht anerkennen. Und die Frage ist, welche Strategie hat er? Christian. Ich scheue mich fast, das Wort Strategie in einem Satz mit Trump zu verwenden. Mir scheint nicht, dass er tatsächlich ein strategischer Politiker, ein strategischer Denker ist und dass da so viel Rationalität dahinter wäre. Allerdings muss man sagen, er hat zunächst einmal das getan, was er angekündigt hatte, nämlich sich selbst zum Sieger erklärt und gesagt, wenn irgendjemand behauptet, dass ich nicht der Sieger bin, dann kann es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und er hält diese Position auch weiterhin aufrecht. Er wird, das ist ja offensichtlich, versuchen, mit Hilfe seiner Anwälte die Rechtmäßigkeit der Wahlen, wo das irgendwie geht, in den Staaten, wo das Ergebnis relativ knapp ausgefallen ist, anzufechten. Aber seine Chancen, dass das tatsächlich zu einem wirklich langen Prozess werden kann, sind gering. Die Chancen, dass er damit noch etwas wenden kann, gibt es letztlich nicht mehr. Mittlerweile ist es ja so, dass selbst seine engeren Berater, offensichtlich sogar sein Schwiegersohn, ihm raten, die Niederlage anzuerkennen. Er hat in dieser Sache keine Unterstützung oder kaum Unterstützung in der eigenen Partei, also in der Frage, die Wahlen jetzt noch mal über Monate anzufechten. Und ich glaube, die Szenarien, die wir befürchtet hatten, am Ende ein Supreme Court, der vielleicht sogar für ihn entscheidet, das werden wir nicht mehr sehen. Alexander, Christiane hat gerade die Republikanische Partei angesprochen. Was wir aber auch feststellen, führende Republikaner wagen es nicht, sich gegen den noch amtierenden Präsidenten zu stellen, sondern sind in einer Beobachterposition und schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber ich stimme Christiane Hoffmann zu, dass das nicht lange dauern wird. Trump hat sowieso meiner Meinung nach ein sehr gutes Ergebnis zustande gebracht. Er hat ja praktisch die ganze Medienlandschaft gegen sich. Alle Intellektuelle des Landes waren gegen ihn. Der Westen war gegen ihn. Jeder wollte, dass er weggeht und weggewählt wird. Und nichtsdestotrotz war das Ergebnis sehr knapp. Aber er hat heute keine Instrumentarien, außer den Gerichten, sich an der Macht zu halten. Und ich glaube nicht, dass sie so für ihn eingenommen sein werden. Ich denke, dass er letztendlich in den nächsten Tagen Biden anrufen wird
und seine Niederlage zugeben wird. Die Frage wird sein, was mit Amerika danach passiert. Aber darüber werden wir gleich sicher noch mehr reden. Ist er jetzt so etwas wie eine Lame Duck? Ich habe vorhin bei CNN auch Kommentatoren gehört, die sagten, das kann durchaus gefährlich werden, weil er hat ja noch ist noch Oberbefehlshaber. Er kann auch noch jederzeit einen Krieg anzetteln oder irgendetwas anderes anstellen. Haltet ich möchte dazu zwei Dinge bloß sagen. Die amerikanische Gesellschaft ist, glaube ich, so aufgewühlt wie noch nie in den letzten 30, 40 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben solche dreckigen Wahlen verfolgt zu haben. Es ist eine Polarisierung im Gang, die nicht zu stoppen ist. Deshalb wird es schwierig werden, das Volk wieder zu vereinen, die Nation wieder zu vereinen, was Biden ja vorhat. Mal sehen, ob er das überhaupt versucht. Und das ist das größte Problem Amerikas, meiner Meinung nach. Und das zweite Problem ist, wir befinden uns, abgesehen davon, jetzt wer in Amerika regiert, in einer ganz schwierigen weltpolitischen Lage. Das ist immer die These, die ich vertrete, dass die Welt aus einer Unipolarität tatsächlich in eine Multipolarität übergeht, wo vor allen Dingen China sich bemüht, Amerika zu überholen oder einzuholen, eine zweite Weltmacht werden will. Und auch Russland ist militärisch wieder da auf der Bühne. Es sind auch andere Staaten wie Indien, die eine große Rolle spielen. Die Europäische Union rankt auch um seine eigene außenpolitische und sicherheitspolitische Identität. Amerika ist nur einer der vielen Spiele, aber Amerika will das nicht zugeben, dass man diese Rolle verliert. Und deshalb wird sich die amerikanischen Eliten unter Biden dagegen stemmen und die Konflikte sind angesagt. Können wir ich will nur kurz deine Frage beantworten. Okay. Wird er jetzt einen Krieg anzetteln? Nein, das wird er nicht. Ja. Er hat extrem viel Schaden angerichtet in der Innenpolitik und in der Außenpolitik. Aber eins hat er wirklich nie versucht, nämlich einen Krieg zu führen. Und ich glaube, da ist er eigentlich immer sehr klar gewesen, get the troops home, bring the troops home. Er wollte die internationalen Kriege der USA beenden. Und ich sehe nicht, dass das jetzt ein realistischer Szenario für die nächsten Wochen ist. Michael Thumann, Trump war kein Ausrutscher, kein Betriebsunfall. Woher kommen die Bedürfnisse nach einem Populisten? Trump hat, glaube ich, als er gewählt wurde, damals vor 4 Jahren, einfach gewisse Gefühle und Ressentiments kanalisiert. Übrigens Ressentiments, die er selbst ja auch in sich trug. Er hatte ja schon in den 80er Jahren Bauchschmerzen, wenn er Mercedes auf der Fifth Avenue fahren sah und dachte, das kann irgendwie nicht gut sein, wenn wir so viel importieren. Und hat aus diesem banalen Klippschul-Ökonomismus dann zusammen mit Ideologen, die ihm 15, 16 halfen, diese Plattform zu entwerfen, diese nationalistische Plattform, dann dieses protektionistische Modell entworfen. Und er hat dann, Christian, ich würde dir zustimmen, er hat keine heißen Kriege geführt, aber Trump ist natürlich ein Mann, der für Handelskriege steht. Ja, klar. Und der für sozusagen das breitere Instrumentarium mit extraterritorialen Sanktionen, für Cyber, für Kriege steht, die jenseits des Militärischen ausgefochten wurden. Und da hat er halt eben dann die Welt überzogen mit. Uns Europäer, Deutschland in Fragen Nord Stream 2, auch in der Frage Irans. Womit er dann Bedürfnisse letztendlich befriedigte, die sagten, wir wollen geschützt werden. Wir wollen geschützt werden vor der Globalisierung. Wir wollen geschützt werden vor Dingen, die da auf uns eindrängen von draußen. Und man muss sagen, das hat sehr lange Erfolg gehabt und ich glaube auch, dass er, und da stimme ich Sascha Rath zu, der gerade sagte, das war eine knappe Wahl. Ja, es ist Popular Vote, selbstverständlich hat Biden mit einigen Millionen Stimmen Abstand gewonnen. 73 zu 70 Millionen. Genau, ja, aber es zählt am Ende, wie viele Stimmen er dann im Wahlmännergremium hat. Und es ist 2016 knapp ausgefallen und das ist auch dieses Mal wieder knapp ausgefallen. Trump ist weg, aber was ich glaube, ist, dass diese Bedürfnisse und die Ressentiments, die bleiben. Und deshalb werden wir mit dem Trumpismus auch deutlich weiter zu tun haben. Das ist gleich meine nächste Frage. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Der neue Nationalismus, die Wiederkehr einer totgeglaubten Ideologie. In diese Theorie, die du da aufgestellt hast, da passt Trump, so vermute ich, sicherlich sehr gut hinein. Er passt insoweit bestens hinein, als er einer der von mir dort beschriebenen Staatsmänner, Politiker, Führer ist, die sich Nationalismus
nicht ursprünglich auf die Fahnen geschrieben haben, die eine politische Karriere gemacht haben und dann im bestimmten Zeitpunkt ihrer Karriere sich entschieden haben, Nationalismus als Herrschaftsmittel oder als Mittel, Wahlen zu gewinnen, an der Macht zu bleiben oder sie zu erringen, einzusetzen. Und Trump ist da einer der Prototypen, weil, wie ich eben schon andeutete, er ist jemand, der, das haben viele vergessen, der hat ja mal den Demokraten viel Geld gespendet. Der wollte mal demokratischer Kandidat werden, dann hat er sich bei den Republikanern angedient. Er hatte nicht immer diese nationalistische Agenda, aber 2016 war der Moment, wo er sie halt eben mit Hilfe einiger anderer zu einem schlagkräftigen Wahlkampfprogramm verdichtete. Und was er ja immer kann, ist halt eben mit sehr einfachen Worten die Dinge auf den Punkt bringen. Und das war damals sehr wirksam und hätte dieses Mal fast wieder funktioniert. Was ja auch ganz interessant ist, Trump, Erdogan, Putin, der chinesische Präsident, der nordkoreanische Diktator Kim, die kommen alle gut aus. Wie ist das zu erklären? Ist das ein Stallgeruch, den die aneinander, gegeneinander wahrnehmen? Oder wie kann es sein, dass diese Männer, diese Alpha-Tiere, wie man ja auch so gerne sagt, sich so bestens verstehen? Nee, ich glaube, die haben sich ja in den letzten Jahren sehr stark geholfen. Haben auch ja sehr viel miteinander kommuniziert, dann häufig auch Briefe geschrieben. Da saß dann manchmal auch gar kein Protokollant dabei. Trump und Putin zum Beispiel haben ja diverse Gespräche geführt, wo tatsächlich niemand dabei war. Bei Erdogan saß dann nur noch ein Berater von Erdogan dabei und hat dann übersetzt zwischen Trump und Erdogan, was dann im Nachhinein zu diversen Missverständnissen manchmal führte, weil der war dann doch kein Übersetzer, sondern halt eben nur Berater. Aber das Wichtige ist, sie hat eine persönliche Ebene. Trump hat mit diesen autoritären Führern immer eine persönliche Ebene gefunden, auf der er sich verstand. Besser als mit demokratischen Führern. Absolut. Und gleichzeitig haben sie sich halt eben auch vielfältig geholfen. Erdogans, wenn man da schaut, Erdogans Ausgreifen, seine Kriege in der Region, wären, ohne dass Trump in dem entscheidenden Moment ihm immer die Möglichkeit gegeben hätte, so gar nicht möglich gewesen. Und übrigens, Putin und Erdogan halten es auf andere Weise ähnlich, dass sie trotz der starken Interessengegensätze zwischen Russland und der Türkei sich immer wieder gegenseitig die Möglichkeit geben zu atmen. Da ist vor allem in letzter Zeit Putin, glaube ich, der Gebende im Kaukasuskrieg, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Aber in vielen Fällen hat es doch überhaupt nichts gebracht. Also dieses gesamte, alle diese Liebesbriefe mit Kim oder von Kim haben doch in der Substanz überhaupt nichts im amerikanisch-koreanischen Verhältnis verändert. Und auch im russisch-amerikanischen Verhältnis sehen wir trotz dieser ganzen atmosphärischen Verbesserung sehen wir überhaupt keine Substanz mehr. Eine Sekunde. Und man könnte sogar argumentieren, dass Erdogan diesen Raum auch bekommen hätte unter einem demokratischen Präsidenten, die sich einfach, das hat ja im Wesentlichen damit zu tun, dass die Amerikaner sich zurückziehen aus der Region und nicht so sehr mit dem Charakter dieser Männer. Also ich würde das mal nicht übertreiben. Ja, eine Sekunde. Über die Außenpolitik sprechen wir gleich noch. Mich würde noch was anderes interessieren. Die USA als Vorbild in Sachen Pressefreiheit. Für dich als Journalistin, er hat diesen Begriff der Fake News kreiert. Die AfD springt da drauf und redet von Lügenpresse. Wie sehr trifft dies einen Journalisten oder eine Journalistin, die sich bemüht, objektiv zu berichten? Ich glaube, dieses Problem der wirklich Unterminierung von Wahrheit geht ganz weit über den Journalismus hinaus. Das trifft mich als Journalistin, aber es trifft mich auch als Staatsbürgerin und als Mensch. Und ich glaube, das ist eigentlich fast das Gefährlichste an diesen Nationalismen und Populisten, die Michael beschrieben hat, ist, was wir sehen, ist letztlich der Rückschritt in der Aufklärung, der dem zugrunde liegt, dass man sich darüber verständigt, was Wahrheit ist und was Lüge. Und wenn das systematisch untergraben wird, hat das Auswirkungen für unsere Gesellschaft, unsere Politik, unser gesamtes Zusammenleben, die wirklich fundamental sind. Ich halte das für die Grundlage der gesamten gefährlichen Entwicklung, die wir im Moment sehen. Alexander, noch ein Wort, dann hören wir auch mit den USA, mit der innenpolitischen Situation auf. Glaubst du, wenn er tatsächlich gehen sollte, was wir ja alle hoffen, dass dann
dass zum Beispiel diese Fake News, diese Angriffe der Republikaner auf die freie Presse und so etwas, dass das dann aufhört oder wird das weitergehen? Es gibt ja Gerüchte, dass er vorhat, in Florida einen Sender zu gründen und von da aus, da er von Fox News enttäuscht ist, und von da aus weiter zu agitieren. Ich will nicht zu philosophisch klingen, aber wir haben es mit einer Dreiteilung der Welt zu tun. Das ist eine These, die ich wirklich vertrete und glaube, dass da viel Wahrheit dahinter steckt. Wir haben es mit einer liberalen Welt zu tun, die in einer Defensive ist. Das mag uns allen wehtun und uns nicht gefallen, aber es ist so. Der Liberalismus ist an die Grenzen seiner Aufklärung gelangt. Und er kann natürlich weiterhin dominieren, er kann diese Phase überstehen, wenn er die anderen mitnimmt. Aber wir sind jetzt in einer Phase eines Kampfes, der Zivilisation. So drastisch will ich das formulieren, obwohl das vielleicht nicht so drastisch klingen sollte. Wir haben es auf der anderen Seite mit Nationalismen zu tun, mit Staaten, die von autoritären Herrschern beherrscht werden, regiert werden. Dazu gehörte Trump, dazu gehört Putin, dazu gehört Erdogan, dazu gehört Xi, und da gehören einige andere. Und warum, das ist deine Frage, halten die zusammen? Um diese liberale Welt zu schlagen, um die liberale Welt auch einzudämmen. Die liberale Welt versucht, diese autoritäre Welt zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, einer der größten Konflikte, aber der geht ganz tief in die Gesellschaften hinein, unserer Länder, auch in Deutschland, auch in Amerika. Und das Dritte ist, das dürfen wir auch nie vergessen, ist der Islamismus, der immer wieder aufkommt. Das ist der Dritte im Bunde, der auch die Welt mit beherrscht. Und da werden wir uns, das wäre jetzt nicht unser Thema heute, aber das müssen wir auch sehen, dass er auch diese beiden anderen Richtungen aufs Schärfste bedroht. Okay, deshalb muss ich dich jetzt auch ein bisschen bremsen. Bitte. Wir gehen jetzt von der Innenpolitik in den USA, kommen wir zu den russisch-amerikanischen Beziehungen. Trump war der Wunschkandidat des Kreml 2016, jetzt eigentlich auch wieder. Und in der Duma knallten damals 2016 die Sektkorken. Wenn ich mich recht erinnere, war Zhirinowski, der sagte, on nasch, er ist unser, in Anlehnung an das, was man auch über die Krim gesagt hat. Hören wir einmal, was Donald Trump im Wahlkampf über Russland sagte. A lot of people say having Russia, which is a power. Viele Leute sagen, Russland, das ist eine Macht. Die sollte man besser im Raum halten, als draußen vor der Tür zu lassen. Zum Beispiel bei der G7. Meine Meinung ist, Russland sollte besser dabei bleiben. Unter Obama ist vieles falsch gelaufen. Er hat im Mittleren Osten eine rote Linie gezogen, die dann im Sand verlaufen ist. Oder auch in der Ukraine. Obama war unglücklich mit Russland. Deshalb hat er Russland aus der G7-Gruppe rausgeschmissen. Ich aber denke an unser Land und an die Welt insgesamt. Deshalb glaube ich, es ist besser, Russland im Zelt zu halten als außerhalb. I think it would be better to have Russia inside the tent than outside the tent. Das ist ihm nicht gelungen. Russia ist trotz seiner Versuche außerhalb des Zeltes geblieben. Christiane, das ist aber das, was du auch gerade schon erwähnt hast, dass diese 4 Jahre im Grunde vertane Jahre waren im russisch-amerikanischen Verhältnis. Ja, die Hoffnungen, die sich in Moskau mit der Wahl von Trump, für die man ja wirklich auch einiges getan hatte, verbunden haben, haben sich in keiner Weise erfüllt. In der Substanz gibt es keine Verbesserung. In dieser Zeit ist der INF-Vertrag von beiden Seiten letztlich aufgekündigt worden. Und vieles andere mehr, Handelskonflikte und so weiter. Der Druck auf Deutschland, Nord Stream 2 aufzugeben, der vielleicht der einzige Bereich, in dem Putin in diesen Jahren gewonnen hat, war der Mittlere Osten, in dem er einfach durch den Rückzug der Amerikaner Raum gelassen wurde, um dort die russische Position zu stärken. Aber das war keine pro-russische Politik von Trump, sondern war eben eine Folge des wachsenden Isolationismus, der schon unter Obama letztlich angefangen hatte. Also nein, und ich finde, das sieht man ja auch, in dieser Wahl haben sich die Russen sehr viel stärker zurückgehalten, weil sie, glaube ich, diese Lektion gelernt haben, dass diese Art von Einmischung nichts bringt und letztlich für sie nicht vorteilhaft ist. Alexander, der Vorwurf der Einmischung war dann auch letztendlich der Grund, der dazu geführt hat, dass Trump in seiner Politik gegenüber Russland nicht frei war. Er wurde immer wieder von den eigenen Eliten da bedrängt und gesagt, er wäre fast ein Agent von Moskau. Und damit musste er sich 4 Jahre lang herumschlagen mit diesem Argument. Das war schwierig genug. Und deshalb
hat auch die Beziehung zwischen Russland und Amerika nicht geklappt. Ich war damals in Finnland aus weiter Entfernung dabei. Ich habe gesehen, wie die beiden sich eigentlich sehr gut verstehen in Helsinki, Trump und Putin. Und das war aber der einzige Höhepunkt einer Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in 4 Jahren. Das ist viel zu wenig, dem stimme ich zu. Aber der amerikanische Deep State oder das Establishment, die Eliten haben ihn einfach nicht erlaubt, Richtung Russland zu gehen. Und bei der G7 ist es so, dass Frau Merkel und andere gesagt haben, Putin und Russland kommen da nicht rein. Obwohl ich glaube, dass die G7 sowieso nicht die Rolle spielt, die die G20 schon längst spielt. Und da ist Russland ja dabei. Gut, Biden war Vizepräsident von Obama. Putin und Obama waren sich in herzlicher Abneigung, bestanden sich in herzlicher Abneigung gegenüber. Das klappte überhaupt nicht. Deshalb ist zu vermuten, dass auch Biden in etwa die Außenpolitik seines früheren Chefs fortsetzen wird. Hören wir einmal, was Joe Biden im Wahlkampf über Russland und über Wladimir Putin gesagt hat. We are in a situation where we have foreign countries trying to interfere in the outcome of our election. Wir haben eine Situation, in der ausländische Kräfte versuchen, unsere Wahl zu beeinflussen. Alle amerikanischen Sicherheitsdienste haben Trump darauf hingewiesen. Aber nichts ist geschehen. Er hat nichts unternommen. Aber Russland unternimmt alles, damit ich nicht zum Präsidenten gewählt werde. Denn die da in Moskau wissen genau, dass ich sie kenne. Ich kenne ihr Vorgehen. Und sie kennen mich. Sie kennen meine Politik. Ich frage mich, wieso hängt dieser Trump an Putin? Putin zahlt an die Taliban eine Kopfprämie, damit die Taliban unsere amerikanischen Soldaten in Afghanistan töten. Dieser Putin macht alles, um den Westen und die NATO zu destabilisieren. Ich aber sage, jedes Land, das unsere Souveränität nicht achtet, bezahlt dafür einen Preis. Any country that interferes with us will in fact pay a price because they're affecting our sovereignty. Sie kennen mich, ich kenne Sie und Sie zahlen einen hohen Preis. Michael Thumann, das hört sich nicht so an, als wenn da eine Grundlage für eine gute Zusammenarbeit besteht. Vielleicht doch. Ich glaube zunächst mal, dass einfach Trump, um das noch ganz kurz zu sagen, er hatte eigentlich keine Idee, was er mit Russland anfangen sollte, außer eines netten Gesprächs ohne Protokoll und mit Wladimir Putin. Vielleicht war er auch an der Hand der Russen, das wissen wir bis heute und nicht, diese Affären, die es da gab. Das alles wissen wir nicht, darüber kann man nur spekulieren. Trump hat schon zu früheren Zeiten sich immer mal wieder positiv über Russland geäußert, noch zu sowjetischen Zeiten interessanterweise. Aber was bei Biden völlig richtig ist, es gibt natürlich, er war der Vizepräsident von Obama und da gibt es natürlich eine Kontinuität. Und ich glaube, es wird ein Problem geben, ganz sicherlich zwischen Russland und den Vereinigten Staaten in der Ukraine-Politik. Die neue amerikanische Administration wird sich auch anders verhalten, wenn in Belarus oder ähnliche Vorfälle in anderen ehemaligen Ländern, Republiken der Sowjetunion, ausbrechen sollten. Das heißt also, das wird viel mehr Obama nahe sein. Was ich aber glaube, was positiver sein wird, günstiger, und das ist halt eben das furchtbare Erbe von Trump, über das man dann immer wieder schnell hinwegsieht, ist die Abrüstungsverträge. Das halte ich für ein ganz, ganz zentrales Element. Ich glaube, hier gibt es neue Anknüpfungspunkte. Trump hat immer wieder gesagt, er möchte New Start nur verlängern, wenn die Chinesen unbedingt dabei sind. So, und das ist natürlich ein Riesenproblem, in einen bilateralen Vertrag einen Dritten reinzuholen, der weit zurück ist, dann auch noch in der entsprechenden strategischen Rüstung. Das hätte so nie geklappt wegen dieser Imbalanz. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und ist deshalb, halte ich auch für einen positiven Faktor und eine Chance für die russisch-amerikanischen Beziehungen, dort einander wieder näher zu kommen. Und das ist dann, glaube ich, auch ein Schritt mehr hin zum Frieden, als mit den wolkigen Sprüchen, die Trump gebracht hat und diesem Versuch, Dinge zu personalisieren, wo eigentlich strategisch ein scharfer Gegensatz besteht und Trump einen Abrüstungsvertrag nach dem anderen zerstört hat. Alexander, Reagan
hat ja einmal die Sowjetunion als Reich des Bösen bezeichnet. Am Ende ist da mit Gorbatschow hat er die weitreichsten Abrüstungsverträge unterzeichnet, die es überhaupt jemals in der amerikanisch-sowjetischen Geschichte gegeben hat. Der Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen ist zuerst von Trump aufgekündigt worden. Hinterher hat Putin nachgezogen. Es ging dabei aber auch um einen Marschflugkörper, ich sage nur einmal diese Zahl, 9M729. Ein Marschflugkörper, da sagten die Amerikaner, der kann viel weiter als 500 Kilometer fliegen. Und die Russen sagten, nein, der fliegt nur 480 Kilometer. Und jetzt gibt es interessanterweise einen Brief von Wladimir Putin, wo er auf diesen Marschflugkörper eingeht und sagt, okay, wir sind möglicherweise bereit, den nicht zu stationieren. Ein Halbsatz zu dem, was Michael gesagt hat. Ich glaube, was Trump, ich weiß nicht, ob ihr mir alle zustimmt, aber er wird wahrscheinlich Biden, wird das Iran-Abkommen weiter unterstützen. Mhm. Und das wäre doch ein riesen positiver Schritt. Ja. Dann könnte man wieder zusammenarbeiten, wenigstens in einem Bereich. Mhm. Was deine Frage angeht, ja, denke ich, dass wir ein Problem, ein generelles Problem haben. Diese Abrüstungsgespräche, über die wir reden, also die Technik, über die wir gesprochen haben, die in den Verträgen festgelegt ist, die ist 40 Jahre alt. Und in der Tat ist im 21. Jahrhundert eine neue Waffengattung entwickelt worden, sowohl in Russland als auch in Amerika. Und jetzt müssen natürlich Experten, Spezialisten, Politiker sich mal hinsetzen und definieren, ob diese Waffengattungen, ob diese modernsten Kurzstreckenraketen, Marschflugkörper, Hyposchallwaffen, über die Putin redet, wie sie in dieses Abrüstungsvertragsmodell hineingeschrieben werden können, hinein praktisch integriert werden können, damit man wirklich wieder über Abrüstung redet. Und das ist, glaube ich, das Problem. Aber ich habe Putin jetzt seit 2 Jahren auf diesen Waldai-Veranstaltungen zugehört und er sagte immer wieder, ich will den Vorschlag machen, dazu kriege ich keine Antwort von den Amerikanern, eben die Mittelstreckenraketen. Wir steigen beide aus dem Vertrag aus, aber wir werden sie so lange nicht in Europa auf dem ganzen Territorium stationieren, solange das die Amerikaner auch nicht tun. Mhm. Und was mich wundert, ist, dass wir als Europäer darauf keine Meinung haben oder sagen, wir stehen hier an der Seite Amerikas. Ich finde, das ist ein Vorschlag, meiner Meinung nach, der ernster genommen werden sollte. Und damit kann man anfangen, auch diese Rüstungsspirale zu unterbrechen, die jetzt kommt und zu Gesprächen aufzufordern. Du hast es gerade schon erwähnt, Putins Ziel ist ja die multipolare Weltordnung. Christian, welche Rolle kann Europa, welche Rolle kann Deutschland spielen? Du hast das gerade schon angesprochen. Ich würde auch gerne noch eine Sache hier einmal das ganz, ganz stark unterstützen, dass das Iran-Abkommen angeht. Das ist wirklich, glaube ich, neben den Abrüstungsverträgen eine Möglichkeit der engeren Zusammenarbeit. Was sich aber noch mit beiden ändern wird, und ich glaube, dass das für Russland problematisch sein wird, ist das Verhältnis innerhalb der NATO. Wir haben ja unter Trump eine große Schwächung der NATO gesehen. Bis dahin ist der französische Präsident dann den Hirntod der NATO konstatiert hat. Und das hat den Russen, das hat Moskau extrem gefallen, die Allianz so geschwächt zu sehen, wie sie das tatsächlich dadurch, dass Trump immer wieder den Artikel 5, die Sicherheitsgarantien in Frage gestellt hat und so weiter, tatsächlich war. Und mit Biden wird das zu großen Teilen wieder zurückgenommen werden. Er wird sich sehr stark zur NATO bekennen, zur Artikel 5 Garantie. Und das ist natürlich etwas, was in Europa nochmal eine Frontstellung verschärft, die auch eben für Russland, das wird Putin auf keinen Fall gefallen. Was die multipolare Weltordnung. Ich glaube, tatsächlich sind wir ja auf dem Weg in eine bipolare Welt. Also mit großer Wahrscheinlichkeit in eine Welt, in der die sehr stark bestimmt werden wird von der Konkurrenz zwischen China und den USA. Und da, glaube ich, gibt es tatsächlich ähnliche Interessen oder eine Interessenverwandtschaft zwischen Russland und den Europäern, die beide, glaube ich, ein Interesse daran haben, dass sich diese Bipolarität nicht zu sehr verschärft und die nicht gezwungen werden wollen, an der Seite eines der beiden zu stehen. Für Europa wäre eine Verschärfung dieser Bipolarität in allem, was Handel, Wirtschaft und so weiter angeht, ein großer Schaden und für Russland letztlich auch. Also da haben wir ein gemeinsames Interesse, dem entgegenzuwirken, dass wir da eine zu starke Konfrontation bekommen. Das ist eine wunderbare Überleitung zu der These, die du aufgestellt hast. Fand ich eine sehr schöne Formulierung. Die deutsch-russischen Beziehungen sind eine Geschichte dramatisch verpasster Gelegenheiten. Das musst du
nun erläutern. Das gehört jetzt weniger zu den weltpolitischen Fragen, aber eben zu unserer bilateralen Geschichte, wo ich einfach denke, dass wir Phasen hatten in den 90ern zwischen Kohl und Jelzin, wo man immerhin einige Dinge festklopfte, über die wir heute noch sprechen, den NATO-Russland-Rat zum Beispiel. Aber eine Phase, wo ganz viel verpasst wurde, trotz der guten persönlichen Beziehung, war doch die Phase unter Schröder-Putin. Gibt es irgendeine Institution, die wir damals geschaffen haben? Petersburger Dialog. Irgendeine dauerhafte, auf, ich meine jetzt Ach, wirklich auf staatlicher Ebene oder zwischen der NATO und Russland, gibt es etwas, was wir damals dauerhaft geschaffen haben, was uns heute verbinden würde? Und ich glaube, eine weitere, und was ja damals auch gescheitert ist, ist die Modernisierungspartnerschaft, die Idee der Bundesrepublik mit Russland in eine dauerhafte, in ein institutionalisiertes Verhältnis zu kommen, von dem beide profitieren. Auch das gelang nicht. Warum? Und dann würde ich sagen, eine ganz wichtige Phase und das hat mich unglaublich erstaunt in den letzten 4 Jahren. Christiane sagte eben völlig richtig, es waren ja in der NATO ganz, ganz schwierige Beziehungen. Der Hirntod von Macron konstatiert. Das wäre ja eine Phase gewesen, in der eigentlich die russische Außenpolitik sich hätte denken müssen, dieses ist der Moment, auf Deutschland zuzugehen. In einer Phase, wo sich, hat es das schon mal gegeben, dass tatsächlich in einer ganzen Amtszeit eines russischen Präsidenten die deutsche Kanzlerin oder der deutsche Kanzler keinen Staatsbesuch oder direkten Regierungsbesuch in Washington abstattet und umgekehrt das Gleiche in Berlin oder früher in Bonn nicht passiert. Du sagst, das ist, und diese Chance, diese strategische, die, würde ich sagen, hat die russische Außenpolitik einfach verpasst. Weil jetzt ist dieser Moment natürlich vorbei und jetzt wird es eine Annäherung geben. Es ist damit zu rechnen, dass natürlich Angela Merkel demnächst nach Washington fährt, dass Biden irgendwann auch mal Deutschland besuchen wird. Und da, denke ich, hat man in den letzten 4 Jahren sich eigentlich, und darauf werden wir ja sicher noch zu sprechen kommen, sich über sehr, sehr viel gestritten und zerstritten. Ja. Und das ist eine absolut verpasste Gelegenheit. Aber hat nicht auch die deutsche Außenpolitik dann eine Chance verpasst? Denn in Russland war ja die große Hoffnung, ihr versteht euch jetzt nicht mehr mit den Amerikanern, lasst uns doch zusammenarbeiten. Das habe ich immer wieder gehört. Alexander, ich denke, ja, da würde ich zum ersten Mal eben, freut mich ein bisschen, widersprechen, weil er das eben nicht gesagt hat. Die Deutschen haben auch geblockt. Und wer hat denn die Modernisierungspartnerschaft 2011, 2012 zugemacht? Die deutsche Seite, der Bundestag, hat darüber abgestimmt. Da haben die Grünen mit der Regierung mitbestimmt, dass dieser Modernisierungspartnerschaftsvertrag ausgesetzt wurde. Ich muss sagen, ich bin ja sehr nah. Ja, man muss allerdings auch sagen, der wurde ausgesetzt, nachdem er vorher in keiner Weise von der russischen Seite mit Leben geführt wird. So ist es. Und jetzt kommt ja? die Frage. Aber, die, jetzt aber kommt, ich habe die Schuldfrage ja, ich ja, aber die jetzt Schuldfrage kommt die Frage. Ja gar nicht gestellt, jetzt sondern eher die Frage verpasste Gelegenheit. Die Frage ist die folgende, die du davor auch gesagt hast, oder über Amerika, das mit Russland nichts anfangen konnte. Den Ball greife ich jetzt auf. Was will Deutschland von Russland? Ja? Nichts. Wir haben die Wiedervereinigung bekommen über die Ostpolitik. Wir wollten eigentlich als Deutsche, so interpretiere ich unsere Politik, wir wollten die Russen an die NATO assoziieren und die Europäische Union. Und als die Russen begannen, ihren Nationalstaat aufzubauen, war uns das suspekt, irgendwie auch unappetitlich, weil der Nationalismus hochkam, Korruption in den letzten Jahren unter Putin, KGB. Wir wussten als Deutsche nicht, was wir mit diesem Land anfangen können. Und das haben die Russen erst nachher begriffen. Die wollten ja die ganzen Veranstaltungen zusammen machen. Sie wollten auf uns zugehen. Frau Merkel wollte nicht. Sie sagte von vornherein, wir sind mit den ich fahre, sagte sie, nach Moskau und über Warschau. Das war der schlimmste Satz, den sich die Russen von den Deutschen vorstellen konnten nach Schröder.
Weil bei ihm lief das genau umgekehrt. Und seitdem, muss ich sagen, in den letzten 15 Jahren ist, ich will jetzt nicht die Merkel kritisieren, weil sie natürlich, ihre Aufgabe bestand darin, die Europäische Union aufzubauen. Und natürlich brauchte sie den Konsens mit den Polen, mit den Balten. Aber ich finde, sie hat sich zu sehr an diese Länder herangelehnt und den großen Blick auf Russland, auf den strategischen Partner vergessen und verloren. Und ich weiß nicht, ob der nächste Kanzlerin wird es ja nicht sein in Deutschland, das wieder korrigieren kann. Ich finde das wichtig, was hier gesagt wird, dass man hier eine Chance, nicht um einen Keil in die westliche Gemeinschaft zu treiben, sollte man diese Politik vertreiben, aber dass man Russland wieder an Europa irgendwie anbindet, wo Russland ja praktisch auch seine Anker hat, das finde ich schon wichtig. Ich glaube, dass das Verhältnis tatsächlich immer noch von diesen, und das hatte ich da vorhin auch gemeint, den gegenseitigen Enttäuschungen letztlich auf eine Art traumatisiert ist durch die 90er Jahre, die einfach geprägt waren von großen Hoffnungen und dann einer großen gegenseitigen Enttäuschung. Und deshalb verstricken wir uns auch ständig immer wieder in dieser Schuldfrage, aber du hast doch dann das und du hättest doch und du könntest doch. Aber letztlich die Erwartung der Russen, ein vollwertiges Mitglied Europas zu werden und vielleicht auch die Hoffnung und die Erwartung, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen würde, sind nicht erfüllt worden. Und auf der anderen Seite sind die Hoffnungen des Westens, dass Russland letztlich eine westliche liberale Demokratie werden würde, haben sich auch nicht erfüllt. Und ich glaube, wir knapsen und leiden immer noch an dieser gegenseitigen Enttäuschung und sind auch deshalb mit Russland viel strenger als mit anderen autokratischen Systemen, in die wir nie besondere Hoffnungen gesetzt haben. Die Differenz in den Auffassungen ist mir 2012 sehr bewusst geworden. Das waren die letzten Regierungskonsultationen im Kreml. Und da gibt es also Bilder, wo Merkel und Putin nebeneinander sitzen und sich eigentlich ganz gut verstehen. Aber das war genau der Zeitpunkt, worüber Pussy Riot geredet wurde. Diese drei Damen, die drei jungen Mädchen, die da aus dieser Rockgruppe kamen. Und in Russland war man der Meinung, die müssten bestraft werden. Die haben so etwas Schreckliches gemacht. In Deutschland war man der Meinung, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und da wurde mir eigentlich klar, wie weit diese beiden Staaten oder diese beiden Länder und auch diese beiden Völker in ihrer kulturellen Auffassung, in ihrer kulturellen Vorstellung auseinanderliegen. Du hast einfach den Punkt jetzt erwischt. Endlich. Das ist genau das. Das war für mich auch in meiner Erfahrung der Moment, wo ich ganz klar gesehen habe, unsere Wege gegen, ich war auch in diesem Saal, wie ihr auch alle, im Ekaterinensaal. Putin hat uns ja alle eingeladen als Gastgeber. Wir saßen da 200 Deutsche, 200 Russen. Putin beginnt darüber zu reden, wie er Privilegien schaffen will für die deutsche Wirtschaft in Russland, dass er alle Türen öffnen will, die Deutschen sind willkommen. Er redet über Interessen. Frau Merkel sagt ihm, Wladimir, lass diese Sängerin von Pussy Riot aus, Wertepolitik. Die Russen entsetzt, die Deutschen applaudieren alle. Und danach gab es stundenlange Gespräche darüber, mit Russen und mit Deutschen, was denn eigentlich vorgefallen ist. Und die Russen fragten mich auch immer wieder, ja, es kann doch nicht wahr sein, dass das Einzige, was ihr von uns wollt, diese Pussy Riot Frauen sind. Und die russische Seite und die deutsche Seite sagt, doch, wir wollen, dass ihr genau diese Werte auch annimmt, wie wir sie haben. Ihr habt ja damals die Pariser Charta vor 15 Jahren unterschrieben. Ihr müsst auch demokratisch werden. Ein völlig aneinander vorbeilaufender Dialog, der aber sehr lehrreich war. Das fand ich auch. Du hast vorhin schon den Waldei-Club erwähnt. Seit 17 Jahren treffen sich dort Politologen, Journalisten, Wirtschaftsleute, diskutieren. Du bist auch da gewesen und ich habe in einem Aufsatz, den du geschrieben hast, habe ich gelesen, Putin hat Folgendes gesagt. Russland ist Teil Europas, aber es ist nicht Teil des Westens. Und die zweite These war, Russland und der Westen hätten sich entzweit, denn der Westen behandle Russland ohne Respekt. Was kann man dahinter verstehen? Was kann man darunter verstehen? Ohne Respekt. Ich bin da vielleicht jetzt nicht der Richtige, der darauf antwortet, weil ich hätte die Formulierung so nicht benutzt. Ich würde sagen, was eigentlich passiert ist, und in der Tat, ich stimme völlig zu, diese Jahre 2011, 12, das waren die Wendejahre. Und wenn man heute davon spricht, dass Nawalny etwa ein großer Wendepunkt sei. Ich glaube, der große Wendepunkt war damals, und er hatte ganz viel damit zu tun, dass innenpolitisch in Russland damals
ganz Wichtiges und Großes passierte. Als Putin wiederkehrte an die Macht, ins Präsidentenamt von Medvedev übernahm, als damals seine Popularität sehr stark abgesunken war. Und das führte ja alles zu dieser Nervosität, die damals um Pussy Riot. Das war eine Herausforderung, Provokation, die damals die russische Regierung in einer Phase trafen, wo sie sich sehr angreifbar fühlte. Und wo sich eben auch der Charakter der russischen Regierung veränderte, viel stärker hin von einem Hybriden hin zu einem stärkeren, autoritär ausgeprägten Regime. Und das war eine Phase, die dann auch zu einer Entfremdung führte, die sich, glaube ich, dann zunehmend verschärfte und dann eben schließlich gipfelten in dem Vorwurf von russischer Seite, ihr respektiert uns nicht. Und was aber eigentlich dahinter lag, war ein wachsender Gegensatz. Man lebte einfach plötzlich in zwei verschiedenen Welten. Man kann auch von einem sich langsam ausprägenden unterschiedliche Regierungssysteme, unterschiedliche Gesellschaftssysteme, die dann eben auch auf politischer Ebene und in den Beziehungen ihren Niederschlag fanden. Dann hast du Michael gerade. Es war ja auch die Phase, wo sich nochmal die Nähe zur orthodoxen Kirche sehr verstärkte. Und dafür war ja auch Pussy Riot letztlich so symbolisch. Genau. Du hast gerade den Namen Alexej Nawalny genannt. Das ist natürlich, wenn man so jetzt die letzten 2-3 Monate sich das deutsch-russische Verhältnis anschaut, das, was die russische Führung am meisten geärgert hat. Wir wollen uns einmal eine Aussage der Kanzlerin zu dem Fall Nawalny anhören. Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Das Schicksal Alexej Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten. Wir unterrichten unsere Partner in der EU und in der NATO über die Untersuchungsergebnisse. Wir werden gemeinsam beraten und im Lichte der russischen Einlassungen über eine angemessene gemeinsame Reaktion entscheiden. Das Verbrechen an Alexej Nawalny richtet sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten. Starke Worte der Kanzlerin. Nun leben wir in einer Mediengesellschaft. Das heißt, wir haben uns jetzt erst einmal beschäftigt mit den amerikanischen Wahlen. Wir haben uns beschäftigt mit Corona, sodass der Fall Nawalny schon irgendwo weit hinten steht. Wird er trotzdem auf Dauer, Alexander, wird er die deutsch-russischen Beziehungen schädigen? Das habe ich gedacht vor einem Monat. Ich dachte, die wären am Ende, die deutsch-russischen Beziehungen. Nach dem, was die Kanzlerin gesagt hat, die russische Reaktion von Außenminister Lavrov, der gesagt hat, wir nehmen jetzt eine Pause, wir wollen mit Respekt behandelt werden, so nicht. Es war unser Staatsbürger, der dort, wenn überhaupt, vergiftet worden ist. Was habt ihr damit zu tun? Wo mischt ihr euch ein? Und ich habe auch gespürt, dass die russische Seite, auch Corona-bedingt, überhaupt auf Distanz gegangen ist und mit uns plötzlich nicht mehr reden wollte und wir mit denen nicht. Inzwischen glaube ich, dass das alles Vergangenheit ist. Nicht alles, aber es wird sich wieder einpendeln. Erstens mal ist der Nawalny gesund, kerngesund, scheint mir so. Jedenfalls von den Bildern und mit seiner Familie und von den Tweets, die er jeden Tag oder fast jeden Tag produziert. Ihm geht es gut, er will zurück nach Russland und will sich dort politisch betätigen. Tut es ja auch hier, indem auch hier Schröder kritisiert und die Deutschen, manche und so weiter. Zweitens denke ich, dass die russische Seite auch eingesehen hat, dass man sich mit den Deutschen in Europa verständigen muss. Mit wem sonst, wenn nicht mit den Deutschen? Nord Stream 2 ist nicht unter Sanktionen gefallen. Im Gegenteil,
bis zunächst hieß es ja, Sanktionen möglicherweise ja, aber Nord Stream 2 wird jetzt gebaut. Und die Amerikaner, denke ich, werden das auch nicht mehr verhindern können. Und ich meine, und das weiß ich nicht, ja, aber ich meine, dass beide Seiten hier inzwischen festgestellt haben, dass in der Tat sie nicht alles dazu getan haben, um eine richtige gemeinsame Ermittlung in diesem Fall voranzutreiben. Aus welchen Gründen auch immer. Möglicherweise stehen dort Geheimdienstinteressen dagegen, was wir nicht wissen. Aber ich finde, die russische Seite hat ermittelt, aber nicht offiziell. Und die deutsche Seite und die Ermittlungsergebnisse den Deutschen nicht mitgeteilt. Sie haben ja in Tomsk Spuren auch entdeckt. Und die deutsche Seite hat aus meiner Sicht doch den Fehler gemacht, und da sieht man hier inzwischen auch ein, dass man die russischen Ärzte aus Omsk dann nicht eingeladen hat, um mit ihnen noch einmal, zum zweiten Mal diese Analysen durchzuführen und festzustellen, was das tatsächlich für ein Stoff gewesen ist. Wenn ich genau anschaue, was die Organisation für Verbot chemischer Waffen festgestellt hat, so war das auch so eine Twitter-Situation. Kein richtig verbotener Kampfstoff, aber ähnlich. Und das ist natürlich auch so eine Aussage, die nach so oder nach so klingen kann. Deshalb glaube ich, die Beziehungen werden nicht sofort, aber in einigen Monaten werden Dinge passieren, die uns wieder zusammenbringen. Hat die deutsche Seite richtig reagiert? War das richtig, dass die Kanzlerin zu Nawalny gegangen ist ins Krankenhaus? Ich denke ja. Also letztlich war das ja es war ein rein symbolischer Akt. Und ich glaube, dass in diesem ganzen Fall im Wesentlichen Symbolpolitik gemacht worden ist. Wie Alexander Rahr sagt, ich glaube auch nicht, dass das die Beziehungen jetzt langfristig beschädigen wird. Das war ein eklatanter Fall und es ist wirklich zu kritisieren, dass die russische Seite dort keine Ermittlungen wirklich eingeleitet hat, nicht wirklich ermittelt hat. Das kann einen nur misstrauisch machen. Aber dass die Kanzlerin jetzt hier einen Punkt gemacht hat und zu jemandem, der so etwas durchstehen musste und jetzt in Deutschland medizinisch versorgt wird, auch ins Krankenhaus geht, um symbolisch zu sagen, ich bin nicht damit einverstanden, wenn Oppositionelle hier versucht werden, mit Gift zu ermorden. Das finde ich durchaus richtig. Aber es hat letztlich keine politische Substanz. Putin wird das nicht gefallen haben, aber Putin wird es letztendlich auch egal sein, wenn er seine Nord Stream 2 Pipeline bekommt. Das ist das Entscheidende, glaube ich, für ihn. Und das wird, so wie es jetzt aussieht, nicht angetastet werden. Und es ist eher wahrscheinlich, dass Biden mit Nord Stream 2 leben kann, als dass es Trump konnte. Insofern glaube ich, dass sogar die Wahrscheinlichkeit jetzt gestiegen ist, dass es diese Gaspipeline geben wird auf mittlere Sicht. Insofern, Symbolpolitik ist okay, aber wir müssen ganz anders über deutsch-russische Beziehungen nachdenken. Das ist letztlich nicht die Ebene, auf der wir die verhandeln sollten. Im Übrigen, was die Pipelines betrifft, schon John F. Kennedy war dagegen, Ronald Reagan war dagegen. Viele amerikanische Präsidenten haben gesagt, es darf nicht sein, dass Deutschland Energie aus Russland bezieht, damals aus der Sowjetunion. Wenn man die Geschichte der Erdgasröhrengeschäfte sich anschaut, dann sieht man, dass die Amerikaner eigentlich schon immer dagegen waren. Und Biden wird auch nicht dafür sein, aber er wird auch nicht für extraterritoriale Sanktionen sein. Das ist es. Ja, er wird es nicht verhindern wollen. Ich glaube, wenn man sich den O-Ton, den wir eben gemeinsam gehört haben von Angela Merkel, nochmal anhört, wir lehnen das auf das Allerschärfste ab und so weiter. Sie hat ja tatsächlich sehr scharfe Worte gefunden, sodass wir alle dachten, was kommt denn jetzt? Und da dann auch noch der Außenminister eine Andeutung machte, es könnte Nord Stream 2 unter bestimmten Bedingungen, er implizierte die Pipeline plötzlich. Und da waren dann die Erwartungen letztendlich viel größer als die personenbezogenen Sanktionen, die da am Ende von EU-Ebene bei herausgekommen sind. Insoweit glaube ich, bemüht man sich hier von Seiten der Bundesregierung einfach ganz gezielt auf diesen Fall zu reagieren, dass man europäische Einigkeit auch herstellt. Das ist ja ohnehin das Wichtige bei diesen ganzen Sanktionsfragen. Also Ziel Nummer eins ist europäische Einigkeit. Das muss man immer wieder sehen. Und das war einfach genau das, worauf man sich einigen konnte. Was die Pipeline selbst angeht, volle Zustimmung. Biden ist da, glaube ich, tendenziell entspannter. Das Problem ist der Kongress, weil im Kongress die Sanktionen, die dort gegen die Pipeline in größeren Paketen
verabschiedet wurden und das, was vielleicht noch kommen könnte, ist eine Sache beider Parteien. Und da sind halt eben auch Abgeordnete der Demokratischen Partei beteiligt. Deshalb wissen wir da noch nicht so genau, was da kommen kann. Aber selbstverständlich spielt der Präsident dann in der Umsetzung am Ende eine Rolle. Und schauen wir mal, ob sie in den 20er Jahren fertiggestellt wird. Ich wollte einen Blick auf die innenpolitische Situation in Russland werfen. Alexander, es gibt Gerüchte schon seit längerem, dass Wladimir seinen Rückzug plant. Am Freitag hat es in der ersten Lesung ein Gesetz in der Duma gegeben, das besagt, wenn ein Staatsoberhaupt ausscheidet, dann bekommt er Straffreiheit. Und es gibt auch ein anderes Gesetz, das besagt, der scheidende Präsident hat ein Platz und Lebensrecht im Föderationsrat. Das hängt beides miteinander zusammen, dann ist er quasi auch immun, ist also vor Strafverfolgung geschützt. Bedeutet das, du warst jetzt auf dem Valdai-Forum, bedeutet das, dass er auf lange, kurze Sicht doch seinen Rückzug vorbereitet? Ja, ich glaube ja. Er hält sich die Option offen, nicht mehr anzutreten. Aber dafür braucht er einen Nachfolger. Einer aus den Gouverneuren, möglicherweise der Moskauer Bürgermeister Sobjanin. Er wird sich in dieser Rolle möglicherweise noch entwickeln. Aber ich glaube nicht, dass der Putin plant, bis 36 an der Macht zu bleiben. Und dafür hat er ja in der Verfassung ja auch gesorgt, die vor einem Jahr verändert worden ist, indem man dort den Staatsrat zu einem wichtigen Organ gemacht hat, von wo ja praktisch, wie Deng Xiaoping früher in China, damals Russland auch noch in wichtigen strategischen Sachen nicht nur beraten, sondern lenken kann. Das kasachische Modell. Das kasachische Modell, irgendwann vielleicht auch das belorussische Modell, obwohl bei Belarus ist das für Lukaschenko das zu spät. Aber sicherlich ist das ein Modell, mit dem man rechnen kann. Aber Putin selbst, denke ich, hält sich alle Optionen offen. Und mit der Straffreiheit, weißt du, ich bin nicht dagegen. Ich finde, für westliche Ohren klingt das alles zu künstlich, zu manipulativ, was die dort vorhaben. Aber ich muss sagen, Russland bewegt sich aus einer ganz anderen Welt, von einem anderen Planeten, aus dem Kommunismus in etwas anderes. Ob es irgendwann mal in die Demokratie ankommt, weiß ich nicht. Aber in dieser Zeit sind natürlich riesige Fehler gemacht worden, auch von Jelzin, auch jetzt von Putin. Man wird das alles irgendwann mal verarbeiten. Natürlich, es gibt den Tschetschenienkrieg, es gab viele Dinge, die passiert sind. Und natürlich ist es richtig, dass so ein Mann, der diese Verantwortung 20 Jahre lang in Russland getragen hat, wie zuvor Jelzin, geschützt wird von dem Nachfolger, der dann kommen kann und sagen und seine ganze Schuld, wie es in der Sowjetgeschichte immer gewesen ist, auf den Vorgänger abzuwälzen. Aber es geht doch nicht um den Tschetschenienkrieg, es geht um materielle Bereicherung und Korruption. Es geht ja nicht um falsche Politik oder politische Entscheidungen, die er falsch gemacht hat. Doch, ich glaube, darum geht es auch schon. Darum geht es auch schon. Also ich glaube, dass ein Politiker dieses auch fürchtet. Dass er, Jelzin hat immer wieder in den Ende der 90er Jahre die Angst gehabt, dass er für den Zerfall der Sowjetunion, für die Auflösung der Sowjetunion vor Gericht gestellt werden könnte. Davor hat er Angst gehabt. Über die Korruption hat er sich keine Sorgen gemacht. Ich glaube, entscheidend, wenn ich nur hinzufügen darf, ist ja letztendlich die Wahl des Nachfolgers. Ob Gesetz oder nicht. Ja. Schon damals hat Putin dafür gesorgt, dass Jelzin in diesen politischen Fragen nicht belangt wird. Und Putin wird sich einen Nachfolger, wenn es gut geht, aussuchen, der dann alles dafür tut, dass er nicht belangt wird. Sei es für Korruptionsfragen oder eben für politische Fehlentscheidungen. Wir wissen schnell, wie Nachfolger plötzlich ihre Position ändern können. So ist das. Was mich interessiert, das Modell des autoritären Systems, wie immer man es nennen will in Russland, Autokratie, ist das ein Modell, das sich auf Dauer so halten wird, dass das so bleiben kann, dass der Geheimdienst, das Innenministerium, die Armee dieses Land mehr oder weniger kontrollieren, dass es kein freies Parlament gibt, dass der Föderationsrat, die Duma unter der Aufsicht des Kreml stehen? Oder wird dieses Modell sich irgendwann quasi selbst ablösen müssen? Jetzt werde ich so ein bisschen gefragt, ob ich Optimistin bin oder Pessimistin eigentlich, weil also die Glaskugel habe ich auch nicht, aber nichts bleibt, wie es war.
So viel ist mal ganz sicher und noch nicht mal der Autoritarismus in Russland. Genau. Also es funktioniert ja nicht besonders gut, dieses autoritäre Modell. Es funktioniert recht gut in der Zeit eines sehr hohen Ölpreises. Aber den haben wir nicht mehr und werden ihn vermutlich auch nie wieder so bekommen. Und jetzt haben wir ein Land, das dringend Wirtschaftsreformen bräuchte, das nicht besonders gut regiert wird, was sich jetzt auch in der Corona-Zeit nochmal gezeigt hat, mit sehr hohen Infektionszahlen und im großen Chaos. Also, und ich glaube, das weiß man im Kreml auch, dass das nicht besonders gut funktioniert. Und ich bin ganz sicher, dass sich dort etwas ändern wird, wann das kommen wird und ob es dann gleich in die richtige Richtung geht oder ob es erstmal vielleicht noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Das weiß ich nicht, aber ich weiß auch, dass es sehr viele Menschen in Russland gibt, die sich auch Veränderungen wünschen und die sich zunächst mal wünschen, besser regiert zu werden. Das heißt noch nicht, dass sie sich eine liberale Demokratie unbedingt wünschen, aber dass sie ein System wollen, das besser funktioniert in jedem Fall. Wozu eine liberale Demokratie führen kann, erleben wir ja gerade in den USA. Wenn man jetzt an der Stelle mal vor einen russischen Staatsbürger davon überzeugen will, dass das also das ideale Modell ist, dass ein Präsident jetzt wie beim letzten Mal gewählt wird, obwohl er nicht die Mehrheit der Stimmen hat, das wird sicherlich auch schwerfallen. Oder wenn wir auf das schauen, was in Leipzig passiert ist, dass das ganze Land sagt, dass die Kanzlerin sagt, ihr müsst Masken tragen, ihr geht in den Lockdown, aber ein Gericht in Bautzen zulässt, dass 20.000 Menschen demonstrieren können, ohne Masken, ohne alles. Dies ist natürlich auch kein Ruhmesblatt für Demokratie. Aber ich meine, natürlich in Amerika nicht, war doch gerade die... weil die US-Wahl verstanden worden letztlich als ein Experiment in der Funktionsfähigkeit von Demokratie. Und gerade diese Wahl hat doch gezeigt, so schlecht funktioniert die Demokratie dann doch nicht. Also all das, was man gehofft hatte, letztlich beweisen zu können aus Sicht der Autokraten, wie diese Demokratie ins Chaos führen muss, ist ja jetzt erstmal so jedenfalls zunächst nicht eingetreten. Was nicht heißt, dass die Demokratie vielleicht auch verbesserungswürdig ist und auch ihre Schwächen hat, ganz sicher. Das Entscheidende ist ja, und das ist eben auch der Systemwettbewerb, wenn man so will. Die Demokratie ist halt eben bei allen chaotischen Ausprägungen, und da muss man immer sehen, dieses ganze amerikanische Wahlmännergremium und so weiter, das ist eben alles auch schon sehr, sehr alt und dringend modernisierungsbedürftig. Das wissen die Amerikaner ja auch. Und die Republikaner sitzen da und sagen, nö, wir renovieren das und modernisieren es nicht, weil es unser Interesse ist, dass wir einfach, die wir eine strukturelle Minderheit eigentlich haben, bisher mit unserer Wählerschicht, trotzdem Wahlen gewinnen können durch dieses Wahlmännergremium. Aber die Demokratie kann eben, das zeigt Amerika, das ist aber auch in anderen europäischen Staaten immer, sie hat eben diese Möglichkeit zur Korrektur. Und da haben wir das Problem in Russland, dass die Margen für Korrektur sind einfach sehr gering. Wenn nicht der Herrscher selbst plötzlich nach 20 Jahren an der Macht die Weisheit besitzt, sich selbst neu zu erfinden. Und das ist halt eben nicht einfach. Ja. Und ganz grundsätzlich denke ich aber, wenn man jetzt einfach mal post-Putin denkt, oder muss es immer so sein, weil sonst, wenn es nicht mit harter Hand, haben wir ja schon aus Deutschland vielfach gehört, Egon Bahr, also Russland muss mit harter Hand zusammengehalten werden, sonst fliegt es auseinander, halte ich eigentlich für eine der politischen Phrasen über Russland, die so einfach nicht stimmen. Mhm. Und Russland hat ja auch im 20. Jahrhundert immer wieder demokratische Phasen, Experimente gehabt, die ja nicht scheiterten, weil sie demokratische Experimente waren, sondern weil sie in Zeiten extrem gegensätzlicher, in Zeiten von Kriegen, von Wirtschaftskriegen, von verlorenen Kriegen stattfanden. Also unter extrem schlimmen Bedingungen, und ich möchte nicht wissen, aber was meinst du, welche Zeit? Die Zeit von 19, nach der die Revolution 1905, Bürgerkrieg. Da war gerade der Krieg gegen Japan verloren. Es war die Revolution 1917, Gehversuche der Demokratie mitten im Kriege, und natürlich 1991 ein ausgelaugtes System, ein zusammengebrochener Staat nach einem quasi verlorenen Kalten Krieg. Das waren immer extrem schlechte Bedingungen. Ich möchte nicht wissen,
wie holprig die westdeutsche Geschichte verlaufen wäre nach dem Zweiten Weltkrieg, wären wir durch eine Zeit permanenter Wirtschaftskrisen gegangen. Das hätte die Legitimität der Demokratie damals bei uns auch unterminiert. Kann ich einen Satz dazu? Ja. Weil das ist eine wichtige Frage. Ja, wohin entwickelt sich Russland? Ich glaube, bevor Russland demokratisch werden kann, und ich bin sicher, es gibt 10-17% Russen, die Demokratie wollen in ihrem Land, die Europa wollen, also ein europäisches Modell. Aber 80% eben nicht, nach Umfragen. Aber was ich denke, bevor Russland demokratisch werden kann, ein demokratisches System, muss es eine Föderation schaffen. Darum geht es nämlich. Ein Moskau und St. Petersburg kann man immer, und hier widerspreche ich dir ein bisschen wiederum, muss man nicht mit harter Hand regieren. Natürlich kann da auch Demokratie fruchten, das hat man in den 90er Jahren gesehen. Aber die Geschichte lehrt uns auch, Russland besteht aus 8 Zeitzonen. Und in einem Nordkaukasus, oder ich will jetzt auf niemanden mit dem Finger zeigen, ja, aber weiter Osten, denke ich, wird es auch in 100 Jahren keine Demokratie geben und nicht möglich sein. Dann stellt sich die Frage, lässt man das Land auseinanderfallen, wie 1991, oder hält man das zusammen? Das geht nur über eine funktionierende Föderation. Ich glaube auch, dass ein Einzelner das nicht mehr schaffen kann. Aber dann entwickelt sich das Land dann vielleicht weiter zu demokratischen Strukturen. Und das ist die Kunst jetzt. Demokratische Strukturen. Ich möchte noch gerne den Blick auf Weißrussland richten. Mhm. In Köln finden jeden Sonntag Demonstrationen statt. Weißrussen, die auf dem Roncalliplatz vor dem Dom sich versammeln und Solidarität bekunden. Wenn wir auf Weißrussland schauen und mit welcher einer Brutalität dort gegen friedliche Demonstranten vorgegangen wird, dann stellt man sich doch eigentlich die Frage, was muss eigentlich Europa tun? Kann Europa da wegschauen? Man hat einige Sanktionen verhängt gegen Lukaschenko und einige Personen, aber ansonsten machen wir noch weiterhin Geschäfte mit Weißrussland. 1,5 Milliarden fließen an Exporten rüber, 500 Millionen an Importen. Wie muss der Westen darauf reagieren? Nachher kommen wir darauf, was Putin darauf reagieren müsste. Aber wie müsste Europa? Kann man da eigentlich sagen, wir nehmen das zur Kenntnis und tun nichts? Es ist extrem schwierig. Es ist wirklich ein ganz, 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 ganz schweres Dilemma, weil wir eben auf der anderen Seite unsere Einflussmöglichkeiten auch nicht überschätzen dürfen. Das haben wir in der Ukraine tendenziell getan und dazu neigen wir ohnehin. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was Weißrussland und was diese wirklich bewundernswerte und unfassbar aufrechte und sympathische Opposition und was dieses Land selbst austragen muss. Ich glaube, dass eine massivere Art westlicher oder europäischer Einmischung, und da müssen wir auch sofort auf Russland zu sprechen kommen, natürlich auch Russland auf den Plan rufen würde. Das haben wir in der Ukraine ja gesehen. Und wir drohen dann in eine Situation reinzulaufen, in der das Land wirklich noch mehr destabilisiert wird und das sehr, sehr schwierig wäre. Also wir haben tatsächlich so gut wie keine Möglichkeiten, diese Opposition wirkungsvoll zu unterstützen. Das ist so. Wir können das verbal tun, das ist wichtig. Wir können es in sehr beschränktem Maße durch Institutionen, Zusammenarbeit und so weiter, Hilfestellung, Unterstützung konkreter Personen tun. Das ist sicher wichtig. Aber wirklich eingreifen können wir dort nicht. Alexander, es gab ja dieses Treffen zwischen Lukaschenko und Putin. Die Körpersprache hat man dann auf den Bildern gesehen, wie Lukaschenko da in der Bittstellerhaltung war. Er hat dann auch einen Kredit bekommen. Aber dieser Kredit wurde eigentlich von russischer Seite gleich auch wieder aufgebraucht, nach dem Motto, du hast noch so viel Schulden bei uns, das ziehen wir mal ab. Wie verhält sich Putin da? Du warst auf dem Waldai-Club. Welche Stimmen hört man da heraus? Oder gibt es, es kann doch eigentlich nicht sein, dass auch Russland die Augen zumacht und sagt, naja, lass ihn mal gewähren. Nein, das tun sie auch nicht, weil sie verlieren ja dadurch auch in Europa weiterhin das Ansehen. Was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Die Europäische Union hat ja ein östliches Partnerschaftsprogramm mit Weißrussland, mit der Ukraine, mit den Ländern, die jetzt sich im Krieg befinden, Aserbaidschan, Armenien. Was nützt uns das, uns Europäern? Das ist Kritik an Europa, dass wir nicht in der Lage waren, diese Konflikte zu lösen. Ich glaube, unser Problem ist in Europa, dass wir diese Länder, ich sage das zugespitzt, als Pufferstaaten gegen Russland betrachten.
und wir uns eigentlich um diese Staaten überhaupt nicht scheren, sondern es geht darum, Russland einzudämmen. Wenn wir mehr für diese Staaten tun würden, auch für die demokratische, kulturelle gemeinsame Entwicklung in diesen Ländern, wären wir viel weiter. Auch in der Ukraine, wo praktisch sehr wenig passiert in Bezug auf Demokratisierung. Was Putin angeht, man darf nicht vergessen, Weißrussland ist nicht die Ukraine. Weißrussland gehört zwei Bündnissen mit Russland an. Es ist in dem Verteidigungsbündnis, im Militärbündnis drin und ist auch im Wirtschaftsbündnis, also in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und das ist eine ganz andere Ausgangsposition als in Weißrussland. Also die Russen können sich direkt auch legal einmischen in die Situation. Aber was Putin angeht, so denke ich, steht er jetzt auf dem Standpunkt, er muss vor allen Dingen wiederum, das ist dann der Fehler, dass die Russen Weißrussland wie einen Pufferstaat behandeln, den Westen dort draußen lassen. Der Westen darf Weißrussland nicht bekommen. Das ist das Ziel jetzt. Und deshalb unterstützt man jetzt noch zeitweise Lukaschenko. Aber ich denke, dass man über einen Nachfolger nachdenkt. Aber der Nachfolger darf keiner sein, der das Land dann Richtung Westen führt, sondern jemand, der nicht den Kurs von Lukaschenko weiterführt, aber weiterhin sich mit den Russen einigt. Und dafür spricht ja auch vieles, dass das passieren wird, weil die Mehrheit der Menschen, auch der Demonstrierenden, sich nicht dahinstellt und sagt, wir wollen geopolitisch nach Westen, sondern man sagt, wir wollen uns ja nicht mit den Russen zerstreiten, wir wollen nur unsere Freiheiten haben in unserem Land. Also hier liegt aber, glaube ich, einfach auch der Fehler der Moskauer Politik in Belarus. Ja, das ist das Ziel, der Westen soll es nicht bekommen. Ja. Das Problem ist, der Westen hat gar nicht danach gegriffen, weil sich tatsächlich, ich finde, die Europäische Union und jetzt nehme ich mal gelegentliche lokale Besonderheiten in Litauen oder Polen aus, aber die Europäische Union insgesamt hat sich eben einfach, wie ich finde, sehr entspannt und sehr der Lage angepasst und verhalten und auch dem Besonderheiten, den Spezifika von Belarus mit einer eben Russland nicht feindlich, sondern pro-russisch eingestellten Bevölkerung. Und deshalb hat man sich da eigentlich, glaube ich, ganz klug verhalten und ist auch verhindert, dass es darüber zu einer geopolitischen Auseinandersetzung zwischen Brüssel und Moskau kam. Während ich glaube, dass Putin andere Optionen gehabt hätte und vielleicht wären die besser gewesen. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte sich nicht aus dem, ich verstehe ihn ja, er hat einfach dieses Problem mit den Farbrevolutionen, wo er dann immer die Amerikaner oder irgendwen dahinter sieht. Und möglicherweise meint jetzt auch, dieses Ganze würde jetzt wieder in Belarus ins Werk gesetzt. Deshalb muss ich den Lukaschenko unterstützen. Vielleicht hätte er den Lukaschenko gar nicht so unterstützen sollen dann ab der zweiten, dritten Woche des Aufstands, sondern hätte einfach sagen sollen, sieh mal zu, wie du klarkommst, du hast mich sowieso all die Jahre geärgert. Und möglicherweise hätte sich dann in einem friedlichen Übergang eine für ihn viel angenehmere, dauerhaftere Lösung, denn all die Kandidaten, die da ja zur Diskussion standen, waren alle freundlich gegenüber Moskau eingestellt. Ja. Wie wird das Ganze weitergehen? Also jetzt war am Sonntag, waren Sondertruppen wieder unterwegs und haben 300 Leute verhaftet, sind insgesamt 20.000 Menschen schon festgenommen worden. Kann man das so ohne weiteres akzeptieren? Die Weißrussen fühlen sich auch im Stich gelassen. Nein, der offensichtlich setzt Lukaschenko ja auf eine Mischung aus Repression und Aussitzen. Er denkt, er hat da den längeren Atem und irgendwann wird durch seine massive Repression dann irgendwann diese Protestbewegung an Kraft verlieren und der wird wieder ruhig. Aber ich glaube das nicht. Dafür ist diese Bewegung zu stark und im Grunde ist es eine offene Wunde, sowohl für Putin als auch für Lukaschenko und auf eine Weise eben auch für uns Europa. In Europa. Aber natürlich. Ja. Nächstes Thema noch ganz kurz, Nagorno-Karabach. Enklave seit Jahrhunderten von Armenien bewohnt, aber nach einem Beschluss der UNO gehört sie zu Aserbaidschan. Die Entwicklung in den letzten 12 Stunden ist alles andere als sehr beunruhigend. Es heißt, ein russischer Kampfhubschrauber sei abgeschossen worden auf armenischem Gebiet. Was kann das bedeuten? Die NATO sieht eigentlich zu, dass Erdogan
den Krieg befeuert. Er hat ja auch gesagt, er schickt, auch wenn es denn sein müsste, türkische Soldaten dorthin. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, die NATO macht jetzt. Was macht Russland? Der Rechtsstatus von Nagorno-Karabach. Es ist nicht so eindeutig, dass das zu Aserbaidschan gehört, obwohl das jetzt immer wieder gesagt wird. Aber das ist nach der Krim passiert, weil die Annexion der Krim hat dazu geführt, dass heute wieder der Westen lautstark sagt, das Völkerrecht ist auf der Seite der staatlichen Souveränität. Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass vor der Krim immer wieder gesagt wurde, ja, die Armenier haben auch einen Punkt, weil es geht auch um die Selbstentwicklung einer Nation, ja, und die Armenier leben nun mal in Nagorno-Karabach mehrheitlich, und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass diese Region damals an Armenien gegangen ist, weil die Aserbaidschaner dort eine Lynchjustiz gemacht haben gegen die Armenier. Das vergessen doch die internationale Gemeinschaft auch nicht. Es ist sehr schwer. Ich glaube, man lässt jetzt vom Westen her und, glaube ich, auch von Russland her, die Aserbaidschaner die Gebiete um Nagorno-Karabach zurückerobern, weil die sind ja auch illegitim von den Armeniern besetzt gewesen. Aber wenn es um den eigentlichen Status von Nagorno-Karabach geht, um Bergkarabach, da wird sich noch einiges tun. Man wird jedenfalls nicht zulassen, dass die Aserbaidschaner die Bevölkerung dort vertreiben und dann noch mit Hilfe der Türken und Erdogan dort einmarschiert. Wie viele sagen, das wird nicht passieren. Also vor uns liegen riesige Entscheidungen, wo auch die internationale Gemeinschaft auch involviert sein wird. Was Russland nur ein Wort nur angeht, so will Russland nicht hundertprozentig an der Seite der Armenier stehen. Es ist richtig, die Armenier haben vor 2-3 Jahren versucht, aus Russland rauszukommen aus dem Orbit und sich Richtung Westen zu orientieren. Das vergisst Moskau natürlich auch nicht. Oder man kann mit denen auch nicht viel anfangen, wenn sie mal so drehen. Aber Aserbaidschan wollen die Russen auch nicht verlieren. Mit Aserbaidschan unterhält Russland eine freundschaftliche Beziehung, eine gemeinsame Energiepolitik, gemeinsamer Handel. Dort funktioniert alles. Und deshalb wird Russland sich als Vermittler dort einschalten versuchen. Aber ich glaube, es geht auch nicht ohne die Vermittlung von außen. Aber ist nicht nur Vermittler, sondern Russland müsste dann ja wie beim ersten Krieg auch militärisch eingreifen. Russland ist nicht militärisch, hat nicht militärisch eingegriffen. Der erste Krieg, Waffen wurden nach beiden Seiten geliefert. Aber in Nagorno-Karabach haben Armenier selbst gekämpft gegen ihn. Ich musste erst sprechen, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch als Kosovo-Russen gesehen habe. Und es wurde nur durch Hilfe der russischen Luftwaffe haben wir die aserbaidschanische Armee abwehren können. Das heißt, Russland kann eigentlich nicht Vermittler sein, sondern Russland muss sich da in irgendeiner Weise militärisch engagieren, weil die NATO tut nichts. Man lässt zu, dass Erdogan gewähren und lässt auch Aliyev, den aserbaidschanischen Präsident, ihm lässt man auch freie Hand. Die NATO hat sich ohnehin die Sache nicht zu eigen gemacht. Und der Westen ist ja auf eigenartige Weise auch komplett abwesend in diesem Konflikt. Was im Interesse derer dort auch ist. Ne? Ja, also was es im Interesse der aller beteiligten Gruppen ist und was Erdogan dann halt entsprechend auch die freiere Hand lässt. Und das hat natürlich sehr viel zu tun auch mit dem quasi Zusammenbruch amerikanischer Außenpolitik unter Donald Trump. Das wird vielleicht dann im nächsten Jahr sich verändern, aber bis dahin sind, glaube ich, die wesentlichen Fragen in Nagorno-Karabach längst geregelt. Hier ist es so, dass sich allerhöchstens Macron hat sich noch geeinigt, einer, der halt eben eine starke armenische Diaspora hat. Die große Frage ist, wo ist eigentlich für Putin die rote Linie? Und die scheint mir an zwei Stellen gegeben zu sein. Ich glaube, er will das Verhältnis grundsätzlich balancieren und würde sich wünschen, wenn die jetzt irgendwann mal doch aufhören zu kämpfen, weil er will sowohl mit Baku wie mit Jerewan. Da aber nun Baku seit vielen Jahren aufgerüstet hat und die Armenier den furchtbaren Fehler gemacht haben, an dieser Aufrüstung vorbeizusehen, weil sie ja sehenden Auges in diesem Konflikt, sie saßen da auf einem Stück, das völkerrechtlich Aserbaidschan gehört, aber nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker wiederum armenisch. Da sind ja auch zwei internationale Prinzipien, die da im Widerstreit miteinander sind. So, und für Moskau, glaube ich, ist die eine rote Linie die komplette ethnische Säuberung von Nagorno-Karabach. Und das andere ist das armenische
Territorium. Wenn wir über die 7 Regionen sprechen, die armenische Milizen im Krieg bis 1994 zusätzlich besetzt haben, damit Nagorno-Karabach eine direkte Landverbindung zu Armenien hat, das lässt, glaube ich, die Russen ziemlich kalt. Weil das lässt sich auch in keiner Weise vertreten, weil da sind ja auch damals viele Aserbaidschaner vertrieben worden. Und entsprechend, das glaube ich, da lässt man sie gewähren. Aber das wäre die rote Linie, das armenische Territorium oder eine komplette ethnische Säuberung. Gut, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Reden wir über deutsch-russische Beziehungen. Alexander Rath, du warst auf dem Valdai. Forum, da hat Putin sich geäußert zu Deutschland und wir wollen uns einmal diesen kleinen Ausschnitt anhören. Wir haben mit Deutschland seit Ende des Krieges sehr gute Beziehungen. Das hing früher auch mit der DDR zusammen. Für die Sowjetunion war die DDR der wichtigste Bündnispartner in Europa. Ich weiß, dass es dort noch sehr viele Menschen gibt, die für Russland Sympathien hegen. Wir wissen das zu schätzen. Und vergessen Sie nicht die Rolle, die die Sowjetunion bei der Wiedervereinigung gespielt hat. Deutschland steht, was den Außenhandel angeht, auf Platz 2 nach China. Früher war es Platz 1. Das hohe Niveau unserer Zusammenarbeit umfasst viele Bereiche. All dies ist Ausdruck eines gegenseitigen Interesses. Dieses gegenseitige Interesse wird auch weiterhin bestehen bleiben, trotz der heutigen politischen Konjunktur. Und wir werden diese Beziehungen unterstützen, ungeachtet dessen, was der eine oder andere macht bzw. unternimmt. Ungeachtet dessen, was der eine oder andere macht, da sind wir bei den deutsch-russischen Beziehungen. Das ist ja eigentlich sehr positiv, was er dort sagt, Christiane. Ja, ja. Es ist aber auch sehr rückwärtsgewandt. Mhm. Nicht? Da geht es sehr viel, da geht es um die DDR und den Zweiten Weltkrieg und die sozusagen, man flüchtet sich in die Geschichte, um Gemeinsamkeiten zu finden, die man in der Gegenwart vielleicht nicht sieht. Das sagt er ja auch sehr deutlich. Und ja, das ist schon, ich finde es schon eher schmerzlich, was er sagt. Es ist keine sehr positive Bilanz. Alexander? Ich glaube, der Putin wollte die deutsche Karte spielen. Und zwar sehe ich daran nichts Negatives. Er hat das gesagt oder getan, was er auch immer wieder gesagt hat. Er will mit den Deutschen die besten Beziehungen in Europa haben, weil sich dadurch auch die Beziehungen zum Westen verändern werden. Und die Russen sind davon ausgegangen, nicht nur Putin, sondern auch Jelzin und die russischen Eliten, dass die Deutschen den Russen die Wiedervereinigung immer gut anrechnen würden, sie bedanken würden dafür, dass Russland damals mehr für die Wiedervereinigung gemacht hat als zum Beispiel England oder Frankreich. Und das ist in den Köpfen der russischen Eliten lange drin gewesen. Und Putin hat mit Schröder eine fantastische Beziehung aufgebaut. Wir haben den Petersburger Dialog errichtet, eine Versöhnungsplattform, eine Konferenz, die jedes Jahr getagt hat. Es ist ja sehr viel auch zustande gekommen. Aber dann war irgendwann mal Schluss. Und wegen der großen Konflikte. Und heute sagt Putin, ihr wollt alle transatlantisch bleiben, dann bleibt doch transatlantisch, aber wir wollen doch auch irgendwas mit euch machen. Aber was, wissen wir selber heute nicht. Auf dem Valdai-Club hat er zwei Dinge gesagt. Erstens, Deutschland wird Weltmacht, Europäische Union nicht. Er setzt weiterhin auf Deutschland. Und zweitens sagt er, Deutschland ist aber nicht mehr unser Anwalt. Nach der Nawalny-Geschichte, wo sich Deutschland praktisch an die Spitze derjenigen Staaten gestellt hat, die scharfe Sanktionen gegen Russland gefördert haben, ist jetzt mal Sendepause in den Beziehungen. Aber das wird sich auch schnell ändern. Aber mein Satz ist folgender. Ich glaube, haben wir alles richtig gemacht? Haben wir vielleicht als Deutsche nicht eine riesige Chance vertan mit einem pro-russisch eingestellten Politiker, jedenfalls vor 20 Jahren, war er also sehr pro-deutsch eingestellt, mehr machen zu können, als wir gemacht haben? Fragezeichen. Da sind wir wieder bei den verpassten Gelegenheiten. Die verpassten Gelegenheiten, genau. Und aus diesen verpassten Gelegenheiten tragen wir halt zwei Hypotheken mit uns. So, das erste ist, aus russischer Sicht die Sanktionen, die seit 2014 verhängt wurden. Und zweitens die jüngere deutsche Erinnerung,
dass Russland in den letzten Jahren halt einen, man muss es so direkt sagen, einen Cyberkrieg geführt hat gegen Deutschland als Teil des größeren hybriden Kriegsgeschehens in und um Europa. Und die, das hat tatsächlich ja hier in Berlin, das ist, wenn ich in Moskau mich umhöre, gar nicht so klar geworden, wie sehr das in Berlin eigentlich die Politiker und alle durch die Bank erschüttert hat, sowohl was den Bundestag angeht, wie eben auch die Angriffe, die Cyberangriffe auf das Auswärtige Amt. Die Frage ist, wie kommt man drüber hinweg? Das, was Putin da gesagt hat, dieser Satz, du hast ihn ja eben auch noch mal eingebettet, Sascha, aber ich glaube, es ist eine Antwort darauf, dass die Reaktion der Deutschen und der EU am Ende gar nicht so scharf war. Wir haben das ja vorhin analysiert, wie man ursprünglich hätte erwarten können. So, und jetzt kommt von Putin wiederum dann ein Satz zu sagen, naja, eigentlich möchte ich ja bessere Beziehungen. So, und die große Frage ist, wie kommt man da hin? Und da gibt es halt eben, was die Sanktionen angeht, ich glaube, die Krim-Sanktionen von 2014, die können wir mal beiseite lassen, die werden, glaube ich, sehr lange bleiben. Die sind auch gar nicht so schlimm, die tun nicht weh. Das ist im Grunde genommen dann mehr eine Frage des Respekts und ihr habt gegen uns Sanktionen. Entscheidend sind diese Wirtschaftssanktionen. Und die hängen halt eben sehr stark an dem, was in der Ostukraine passiert, an dem Fortschritt dieses Minsker Prozesses. Und da sind wir einfach in, würde ich schon sagen, da sind wir gefangen in diesem Prozess, weil weder kann die europäische Seite sagen, so wir vergessen das jetzt mal, was in der Ukraine passiert und gehen da voran und lockern die Sanktionen. Und auf der anderen Seite will aber auch Russland aus vielen Gründen halt in der Ukraine nicht locker lassen. So, und das ist, ich glaube, man wird dieses nicht schnell behandeln können und muss, glaube ich, in der Dauer sehen, dass man andere Perspektiven trotzdem entwirft. Und andere Perspektiven. Ich fand das interessant, weil also, dass man in Berlin selbst auf dem Höhepunkt des Nawalny-Geschehens diesen Minsker Prozess überhaupt nicht, nur nicht in Frage gestellt hat, sondern dass man gehört hat, naja, vielleicht wird es noch in diesem Jahr sogar ein Gipfeltreffen geben, wo man dann sagt, ja, aber eben habt ihr doch noch so gesagt, Nawalny ganz, ganz böse und es geht nicht. Und ich finde das aber klug. Ich glaube, dass es richtig ist, das zu trennen und jetzt sozusagen nicht den ukrainischen Prozess darunter leiden zu lassen, was auf der anderen Seite mit Nawalny passiert. Und also ich sehe, wie Michael Thumann das da im Moment, es ist sehr schwer, da irgendeinen wirklich nennenswerten Fortschritt hinzubekommen. Es gibt ja viele Gemeinsamkeiten, also Kultur, Jugendaustausch, Wirtschaft. Wir haben 100 Städtepartnerschaften zwischen russischen und deutschen Städten. Es gibt zurzeit das Deutschlandjahr. In Russland ist aufgrund der Corona-Bedingungen alles ein bisschen eingeschränkt. Und ich erlebe immer wieder, dass die offizielle Politik große Probleme hat. Aber wenn man mit Russen und Deutschen spricht, wie wir heute sagen, wenn man mit den Menschen redet, dann ist da was ganz anderes. Dann ist da eine enge Bereitschaft zur Zusammenarbeit, sich zu treffen, sich zu freuen und miteinander zu diskutieren und so. Und man will eigentlich mit der großen Politik, die in Berlin und die in Moskau stattfindet, gar nichts zu tun haben. Ist das auch ein Eindruck, den ihr habt, wenn ihr in Russland seid? In Russland habe ich den Eindruck stärker als in Deutschland. In Deutschland, ja. In Deutschland, glaube ich, ist es wirklich gespalten. Da gibt es diese Haltung auch. Aber es gibt auch, und das zeigen auch Umfragen, mindestens 50% der Bevölkerung, die schon Russland auch kritisch sehen, eben vor allen Dingen was Menschenrechtsverletzung, Demokratie, aber letztlich auch was Sicherheitsfragen, Cyber und so weiter, was Michael benannt hat, angeht. Also da sehe ich so ein gespalteneres Bild. Trotzdem glaube ich, dass das, was du benennst, wirklich ein wichtiger Ansatzpunkt ist, auch die Beziehungen in so schwierigen Zeiten, wo es ja zum Teil fast nur noch um Schadensbegrenzung geht, weiter aufrechtzuerhalten. Und dabei fände ich zum Beispiel das Thema Visaerleichterung ein sehr wichtiges. Ich glaube, das wäre was, wo man auch einen Schritt gehen könnte, der sich sofort auch für Menschen auswirkt und wo spürbar ist, wie man Beziehungen verbessern kann. Und zwar langfristig, dass man langfristig
auf ein besseres Verständnis der jeweiligen Bevölkerung setzt, anstatt sich in der Politik immer wieder zu verhaken. Ich glaube, das wäre ein Ansatz. Russland ist ja da auch schon mit dem E-Visum, mit dem elektronischen Visum auch schon vorgeprescht. Nee, ich meine es einfach, dass es leichter wird, ohne Visum einzureisen. Ja. Das hilft. Das geht ja jetzt nach Russland, in die Hauptstädte, das finde ich gut. Ja. Aber Corona bedingt natürlich jetzt nicht. Corona bedingt nicht. Aber warum zieht die Europäische Union nicht nach? Das müsste man machen. Ich habe eine andere Frage. Warum haben wir so ein schlechtes Russlandbild in Deutschland, ein schlechtes Image? Wenn Sie sagt, die Hälfte der Bevölkerung hier sieht es kritisch, wenn man in Russland ist, dann findet man fast niemanden, der einen kritischen Blick auf Deutschland hat. Ja, das höre ich auch immer. Bloß in meinem Umfeld haben die alle ein sehr gutes Bild. Aber ich sehe es in der Schule von meinen Kindern. Ja, die Lehrer wissen nichts über den Zweiten Weltkrieg. Die wissen auch nicht oder sehr, sehr wenig über das, was eigentlich die Russen von den Deutschen sich wünschen. Russland ist weit, weit entfernt. Wir haben es verstanden in der Nachkriegszeit, als in Deutschland mit Frankreich und Großbritannien, vor allem mit den Amerikanern, Schicksalsbeziehungen aufzubauen. Und mit den Russen ist das alles personifiziert worden, sehr auf politischer Ebene, natürlich auf der Ebene, was das Deutsch-Russische Forum zum Beispiel macht, diese ganzen Städtepartnerschaften und den Studenten- und Schüleraustausch, das alles funktioniert, aber das ging nicht so sehr in die Breite, wie es bei anderen Ländern gewesen ist. Und das ist das Problem. Und jetzt dominieren wiederum die Stereotype. Und das ist schwierig. Ich will jetzt nicht über die Medien schimpfen. Das tun wir nicht. Das ist gut. Stereotypen. Ja, Stereotypen werden gehandelt auf beiden Seiten. Ich weiß gar nicht, ob das Bild Russlands in Deutschland so schlecht ist. Erstens, glaube ich, gibt es einen Teil der Bevölkerung, der Russland ganz positiv sieht. Und je weiter wir nach Osten kommen ohnehin, ist es positiver, warum dem so ist, obwohl es eigentlich bis 1989 gar nicht so gut war, der DDR-Blick auf Russland. Das hat wiederum innerdeutsche Gründe, aber feststellen können wir, das Bild ist gar nicht so schlecht bei einem Teil der Bevölkerung. Da müssen wir uns wiederum vergegenwärtigen, wie ist denn das Bild anderer Länder bei uns in Deutschland? Wie ist denn gerade das Amerika-Bild? Das ist desaströs. Und das hat Trump in den letzten vier Jahren halt eben ziemlich zerrüttet. Alle Umfragen, also Amerika steht irgendwo ganz unten. Das wird sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen normalisieren, aber es wird bleibende Schäden davon tragen. Und insoweit denke ich, steht es eigentlich gar nicht so grundsätzlich dramatisch darum. Und im Übrigen gibt es darauf, da habe ich jetzt keinen breiten Befund oder einen, den ich auf Statistiken gründen kann, aber zumindest auf die Statistik in meiner eigenen Familie, dass meine beiden Söhne mich immer wieder überraschen mit Sympathie und Offenheit. Also wenn ich ihnen irgendetwas erzähle von fernen Ländern, wo ich gerade war und so weiter, dann schalten sie immer die Ohren auf Durchzug. Bei Russland sind sie immer erstaunlich interessiert und finden das irgendwie gut und interessant und das ist, da gibt es irgendein positives Grundgefühl. So, habe ich Ihnen das eingeimpft? Nein, eingeimpft habe ich es nicht. Aber es gibt etwas, was Sie auch von außen, aus Ihrer Schule, aus Ihrer Umgebung, irgendwie gibt es da ein Interesse. Wenn das allein von mir käme, dann ist es wieder Papa und seine Geschichten. Nein, es gibt da etwas Grundpositives und das glaube ich, wiederholt sich auch immer wieder von Generation zu Generation. Es gibt also etwas, was die deutsche Gesellschaft und die russische Gesellschaft in vielerlei Hinsicht mehr verbindet als die deutsche Gesellschaft und jetzt ganz, ganz andere. Die amerikanische. Und das habe ich nicht gesagt. Aber es gibt da immer wieder etwas, worauf wir bauen können. Und über alle diese politischen Differenzen hinweg. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Zum Schluss die Kernfrage, die wir ja in die Überschrift gepackt haben, Lockdown der Beziehungen. Gibt es eine Chance für einen Neustart im deutsch-russischen Verhältnis? Ladies first. Ich bin so ein bisschen müde mit diesem Wort Neustart. Verstehe ich gut. Das haben wir schon so oft jetzt gehört und versteh versucht. Ich gut, und damit wird immer so viel verbunden und dann... Deshalb bin ich da wirklich zögerlich. Aber wir werden natürlich in Deutschland in absehbarer Zeit einen neuen Kanzler haben. Und das wird eine Zäsur sein nach 16 Jahren.
Und da gibt es ja verschiedene Kandidaten, die auch ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu Russland haben. Und ich kann mir vorstellen, dass davon doch einiges abhängen wird, ob wir am Ende einen Kanzler Laschet oder Söder haben werden, die beide doch recht russlandfreundlich sind, oder einen Kanzler Röttgen oder Merz, die doch sehr transatlantisch ausgerichtet sind und sich jetzt auch mit beiden natürlich sehr viel stärker noch mal in diese Richtung orientieren würden. Und also ich glaube nicht, dass es letztlich von einer Person in der Weise jetzt so viel abhängt in den deutsch-russischen Beziehungen, aber ich glaube, etwas hängt schon davon ab und darum auch vielleicht die Frage, was da an neuem Impuls möglich sein kann im kommenden Jahr. Das haben wir ja schon des Öfteren erlebt, dass es die Personen sind, die die Politik machen. In Russland sind es die Personen, ist personifiziert. Gerade die Russen schauen doch auf Politiker, auf Personen. Die Zivilgesellschaften haben noch nicht diesen Kontakt wie andere Länder, aber in der Folge zu dem, was Christiane Hoffmann gesagt hat, es geht auch um den nächsten deutschen Außenminister. Es gibt eine Partei wie die SPD, die steht einfach prinzipiell zu ihrem Willy Brandt-Erbe. Und egal, was Herr Maas auch manchmal kritisch über Russland sagt, er wird zurückgepfiffen, weil es andere SPD-Politiker gibt, die sagen, warte, das ist unser Erbe. Wir müssen ein gutes Verhältnis zu Russland immer wieder haben. Aber es gibt eine andere Partei in Deutschland, da sehe ich überhaupt keinen, der Sympathien für Russland hat. Und die haben gute Chancen, den nächsten Außenminister zu stellen. An wen denkst du? Dreimal darfst du raten. Voraussetzungen für die für einen Neustart, obwohl wir das Wort ja nicht so gerne hören. Sagen wir Voraussetzungen dafür, dass sich das deutsch-russische Verhältnis verbessert. Auf welcher Basis können wir aufbauen? Ich denke, das sind eher die politischen, gesellschaftlichen Dinge, auf die wir da aufbauen sollen. Das Gute ist, dass wir einfach in den vergangenen 20 Jahren da umfassende Netzwerke aufgebaut haben. Und das ist, worauf am Ende dann jemand, der, und ich finde es völlig richtig, es sind tatsächlich, wenn man sich die möglichen CDU, CSU-Kandidaten anguckt, da könnte durchaus eine Russland gegenüber offene Einstellung herrschen bei zwei Kandidaten so und die können dann mit dem arbeiten. Aber ich glaube, das Grundgeflecht, das ist einfach das, was ganz wichtig ist und was auch nicht zerstört ist über all die Vorfälle der letzten 8 Jahre hinweg, seit 2012. Und deshalb denke ich, das ist das, was man immer wieder im Blick haben sollte und ob man dann neu startet. Ein Neustart ist immer sehr begrenzt auf eine bestimmte Regierung und ich halte es letztendlich, das produziert schöne Fernsehbilder, aber wichtig ist eigentlich die Longue Durée und da bin ich nicht so pessimistisch wie manche andere. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Tja, meine Damen und Herren, das war das erste Mal, dass wir begonnen haben, dieses Format im Deutsch-Russischen Forum auszuprobieren. Russland im Gespräch. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Christiane Hoffmann, bei Alexander Rahr, bei Michael Thumann von der Zeit, Spiegel, Autor, Buchautor. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Und ich bin sicher, dass wir in absehbarer Zeit vielleicht nochmal in anderer Runde oder wie auch immer zusammenkommen, jedenfalls die Themen, die deutsch-russischen Beziehungen betreffen, die werden uns so schnell nicht ausgehen. Danke für Ihr Interesse. Alles Gute, einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.